Es ist für mich immer wieder verwirrend, aus dem Johannesevangelium verschiedene Geschichten zu hören. Also ich habe immer den Eindruck, bei den anderen Evangelisten, das sind so ganz normale Sachen, die passieren. Bei Johannes, das stimmt immer irgendwas nicht bei der Geschichte. Einerseits ist es für mich persönlich ein Zeichen, das nehme ich vorweg, dass das Johannesevangelium eine bisschen andere Dimension anspricht. Also, dass dort das Göttliche wirklich durchscheint. Bei den anderen Evangelisten auch, aber bei Johannes sieht man es, weil alle Geschichten, die er erzählt, so anders sind. Und andererseits, weil ich glaube, dass zumindest, dass Johannes auch etwas von Jesus erlebt hat, was die anderen Jünger nicht sehen konnten. Also er war der Einzige, der unter dem Kreuz blieb. Er war derjenige, der wirklich am Herzen Jesu irgendwie geruht hat. Und die Geschichte, die wir heute hören, ist wohl bekannt. Kommen wieder Schriftgelehrte zu Jesus und schleppen eine Frau an, die anscheinend Ehebruch begangen hat. Es ist öffentlich geworden, eine schwere Sünde damals wie auch heute. Nur damals hatte es noch Konsequenzen, zumindest für die Juden. Die wollten sie steinigen. Und sie kommen zu Jesus und da, also dass da Juden irgendwelche Leute steinigen wollten, ist also nichts Außergewöhnliches zu dieser Zeit. Aber sie kommen zu Jesus und der verhält sich seltsam. Also zumindest für meine Begriffe. Er kommt, also sie kommen zu ihm und fragen ihn etwas und er bückt sich und schreibt etwas im Sand. Und da gibt es so sehr gescheite Leute, also die Kirchenväter, die sich die Frage gestellt haben, was schreibt Jesus da eigentlich? Ich muss sagen, ich weiß es nicht, steht nicht im Evangelium. Man kann sich denken, was man will. Manchmal ist es nützlich, manchmal nicht. Aber für mich ist es seltsam, dass da Leute zu Jesus kommen mit einer Frage und noch dazu, die Frau ist in Lebensgefahr und der bückt sich und zeichnet irgendwas im Sand. Also interessiert er sich nicht für diese Frau. Vielleicht gehen ihm diese Schriftgelehrten schon langsam auf den Wecker und der will einfach nicht mit ihnen reden. Kann ich gut nachvollziehen, also ich habe auch Leute um mich manchmal, vor denen ich mich ein bisschen verstecken will. Ich will nicht, dass sie mich ansprechen, weil das ist immer anstrengend. Vielleicht war es so für Jesus, ich weiß es nicht, aber man kann sich viel da reindenken, warum Jesus damit denen nicht einfach redet, wenn sie ihm eine Frage stellen. Und es muss sein, dass sie ihn wirklich bedrängt haben mit dieser Fragerei. Und er gibt dann eine Antwort, die wieder keine Antwort ist. Das ist fast immer, wenn Jesus mit den Schriftgelehrten redet. Sie stellen ihm eine Frage und da kommt etwas ganz anderes raus. Und also das ist sehr schön, was Jesus sagt, weil er rettet die Frau dadurch. Also ja, wer keine Sünde hat, soll zuerst einen Stein heben und werfen. Aber ich denke mir, das ist auch ein bisschen seltsam, was er da sagt. Weil eigentlich kommt es mir zumindest so vor, als ob er diese Schriftgelehrten einfach loswerden wollte. Also so in dem Sinne, wisst ihr was, jetzt zeige ich euch, wie ihr wirklich seid und dann ist Ruhe und dann lässt ihr mich in Ruhe. Und tatsächlich geht einer nach dem anderen weg. Man könnte jubeln, die Frau ist gerettet, super. Ist auch so gewesen. Aber dann bleibt Jesus alleine zurück mit dieser Frau. Und ich glaube, dass das Ende dieses Evangeliums etwas sehr Wichtiges über Gott uns sagen kann. Bleibt mit ihr alleine. Er hat alles getan in diesem
weiß ich nicht, morgen steht da, früher Morgen, an diesem frühen Morgen, damit er mit dieser Frau alleine ist. Und ich bin auch davon überzeugt, das Evangelium steht nicht ohne Grund an diesem Sonntag. Es ist, sind noch also eine Woche bis Palmsonntag und dann ist schon die Karwoche, um uns auf etwas vorzubereiten. Dass Gott derjenige ist, der dich sucht. Er möchte mit dir Zeit verbringen. Es ist schön, was heute geschehen ist. Also, dass die meisten heute Zeugnis gegeben haben davon, wer Jesus ist. Ja, also dadurch, dass du mitgelaufen bist, gecheert hast oder dich um andere Sachen gekümmert hast, die auch wichtig sind. Du hast Zeugnis gegeben in Gemeinschaft mit anderen. Das ist wichtig. Aber ich glaube, dass die Sehnsucht Gottes oft eine andere ist. Er sehnt sich nach dir. Nicht nach deinen Leistungen, nicht nach dem, was du tun könntest für ihn, für die Kirche oder für andere Menschen, sondern nach dir. Und ich glaube, dass Jesus deswegen manchmal so seltsam rüberkommt in den Evangelien. Weil das nicht oft nicht unsere Sehnsucht ist, mit ihm zu sein. Frag dich selber, ne? Also ob es wirklich deine Sehnsucht ist, mit Gott alleine zu sein. Oder habt ihr jemand vielleicht gesagt, dass es gut ist? Es stimmt auch. Aber vielleicht ist es nicht die Sehnsucht in dir, sondern du möchtest so leben, wie es die anderen nahegelegt haben. Ist auch ein guter Weg. Aber ist die Sehnsucht in dir oder nicht? Stell dir diese Frage heute. Und man sieht, was Jesus in dieser Stunde macht mit dieser Frau. Er sagt ihr, all das, was du mitbringst, ist von mir ohne Bedeutung. Und das sage ich oft Menschen, die bei mir beichten, Gott interessiert sich keine Bohne für deine Sünden. Er hat tiefen Mitleid mit dir, wenn du sündigst. Aber das ist nicht sein Fokus. Das, was Gott dich, also das, was dich für Gott interessant macht, ist einfach dein Herz. Danach sehnt er sich. Und er möchte mit dir einfach sein. Auf eine einfache, unkomplizierte Art und Weise. Und manchmal wirkt Gott wie Jesus in diesem Evangelium, dass er andere vertreiben muss, aus dem Weg ein bisschen räumen muss, damit du sein kannst vor ihm. Damit du dich nicht verstecken musst, damit du nicht irgendwelchen Idealen entsprechen musst, sondern damit du einfach du bist vor ihm. Ich merke das auch bei mir. Mir gelingt es ganz selten, mit ihm alleine zu sein, weil so viele Dinge erstens zu erledigen sind. Außerdem gibt es tolle Filme, die man sich anschauen kann, tolle Bücher und man kann auch einfach nichts tun und auch nicht mit Jesus sein. Also alles schöne und nützliche Dinge. Aber ich frage mich manchmal, wie viel Zeit ich für ihn habe. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich entdecke immer mehr, dass es auch wurscht ist, wie viel ich Zeit für Gott habe. Weil er hat alle Zeit der Welt. Und er kann in einer Sekunde dein Leben so verändern, dass du ein Leben in Fülle hast. Das ist immer so ein bisschen also eine moraltheologische Frage. Das ist nur schon der Abschluss. Na, es gibt Menschen, also das ist auch im Alten Testament immer die Frage, es gibt gerechte Menschen, die ihr ganzes Leben lang versuchen, rechtschaffen zu leben und am Ende ihres Lebens sterben sie heilig und werden von Gott empfangen. Und dann gibt es Leute, die sich auf dem Weg irgendwo verlaufen oder nie auf diesem Weg fahren. Sie bekehren sich aber in der Todesstunde. Also darauf wird unser Blick auch gerichtet in der Karwoche. Wenn Jesus stirbt, da gibt es auch so zwei Typen.
Und keiner von denen war gut. Und der eine bekehrt sich in den letzten Minuten seines Lebens. Und Jesus sagt ihm, du bist gleich wichtig wie die Gerechten, die ihr ganzes Leben sich abgemüht haben. Tut ein bisschen weh. Also vor allem, wenn du dich bemühst, ein gutes Leben mit Gott zu führen. Aber es kommt nicht darauf an, was du vollbringst oder nicht vollbringst, sondern darauf an, wie viel Gott mit dir Zeit verbringt. Und dafür musst du nichts machen. Du musst dich nicht extra vorbereiten darauf. Er kann zu dir in der U-Bahn kommen, auf dem Klo, in eine Kapelle. Also Gott macht da keine großen, also der ist nicht so irgendwie zimperlich, würde ich sagen. Es ist gut, sich solche Räume zu schaffen, wo diese Begegnung möglich ist, aber das liegt nicht an dir. Gott bestimmt den Zeitpunkt, wo er zu dir kommt. Und dein Leben kann so verändert werden durch einen Augenblick oder 10 Stunden, die du in seiner Gegenwart verbringst, das ist auch gut, wie diese Frau, von der wir heute gehört haben. Ihr Leben ist neu geworden. Und dazu sollen wir alle geführt werden, zu einem Leben, das eine neue Qualität hat. Und glaub mir, das ist möglich. Und ich habe kein Rezept darauf, wie man das macht. Weil du kannst es nicht. Ich auch nicht. Das ist etwas, was Gott schenkt. Aber wir können eines tun. Uns darin einüben, die Sehnsucht nach Jesus, nach Gott, nach dem Heiligen Geist einfach größer in unserem Leben kommen zu lassen. Sehne dich immer mehr nach ihm. Du musst keine Dinge tun. Wecke in dir diese Sehnsucht, pflege sie. Und Gott wird sich einen Zeitpunkt finden, wo er sich dir offenbart. Einmal, zweimal, 10-mal, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es, Gott wird deine Sehnsucht führen. Also nur Mut, lasse dich auf Gott ein. Und leg alles ab, so wie die Frau alles ablegen musste. Ihr ganzes Leben eigentlich musste sie lassen. Sie war an der Schwelle des Todes. Sie hatte keine Zukunft mehr. Und da kommt Jesus ins Spiel und alles wird anders. Sie hat wieder Raum zum Leben. Es gibt keine Leute um sie mehr, die sie bedrängen, die ihr Leben zerstören wollen, sondern Jesus alleine bewirkt das. Und ich wünsche euch, dass ihr Gott so erlebt, als einen, der eure Sehnsucht immer hört und der nicht nach euren Leistungen schaut. Er freut sich, wenn ihr Gutes vollbringt. Und ich hoffe, er freut sich auch, wenn ich was Gutes tue. Aber ihm liegt nicht viel daran, sondern er interessiert sich nur für dich, für dein Herz. Und versuche das zu entdecken in den letzten 1,5 Wochen vor Ostern. Weil Ostern beginnt schon, das ist nur ein kleiner technischer Hinweis, schon am Gründonnerstag. Da beginnt schon Ostern. Die ganze Feier dauert bis Samstagabend oder bis zu der Auferstehungsfeier. Aber da beginnt Ostern. Schaffe dir Räume, wo diese Sehnsucht in dir zur Sprache kommen kann.